Das nächste Spielwochenende steht an in der DEL 2. Für die Dresdner Eislöwen geht es am Freitag mit dem Sachsen-Derby bei den Eispiraten Krimmitschau weiter und am Sonntag das zweite Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt. Rico Rossi, unser Cheftrainer, ist bei mir. Rico, die ersten drei Spiele haben wir weg. Ich glaube, wenn man es mit der Vorbereitung vergleicht, war es insgesamt doch auch ein Schritt nach vorne, oder? Absolut. I mean, wir haben einen Sieg in unseren ersten zwei Spielen. Das war wirklich ein Derby-Sieg noch dazu. Und dann in Bietigheim hatten wir für 50 Minuten ein sehr gutes Spiel geliefert gegen sehr gute Gegner. Der Derby-Sieg gegen Weißwasser, ist das eine gute Vorlage für das Spiel, was jetzt ansteht, weil es eben auch ein Derby ist in Krimmitschau? Ja gut, wir müssen von jedem Spiel lernen, gut und schlecht. Und wir müssen immer was mitbringen. Und was wir kennen von dem Spiel im Weißwasser mitbringen, ist die Ruhe und die Selbstvertrauen der Jungs. Auch wenn wir unten gestanden haben, kurz vorm Ende, wir haben immer unsere Geduld und unseren Spielplan executed. Und dann am Ende des Tages die nötige Glück gehabt in Überzahl an dem schönen Tor. Das heißt immer, das Glück ist mit den Tüchtigen, also der Wille, den kann man deiner Mannschaft sowieso nicht absprechen. No, ganz ehrlich, außer die letzten Drittel in Kaufbeuren, bis jetzt die Mannschaft hat sie gezeigt, was wir auch in den Vorbereitungen gesehen haben, dass die Mannschaft hat dem Lust zum Arbeiten und zum Kämpfen, um zusammenzuhalten. Und wer kämpft, der belohnt sich dann auch im Angriff. Das ist so ein bisschen, wo es vielleicht noch aktuell ein bisschen hapert, dass der Puck nicht über die Linie will, häufig genug. Ja gut, das müssen wir auch schon gut verstehen, dass wir haben viel offensive Spieler gewechselt vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Und es dauert seine Zeit. Aber wir sollten auch nicht denken, dass wir würden diesen 8-7 Ergebnisse mehr sehen. Nicht zu oft, hoffe ich. Das hoffen wir alle. Kurzer Blick noch auf Sonntag, dann sind die Löwen Frankfurt hier zu Gast. Einer der Top-Favoriten in dieser Saison. Ja, auf jeden Fall für mich die Top-Favoriten. Die sind ambitioniert, in die DEL zu kommen. Und wir haben schon eine Mannschaft zusammengesammelt. Das hat die Potenzial, die Meisterschaft zu gewinnen. Danke dir, Rico. Am Freitagabend, 20 Uhr geht's los in Krimmitschau. 17 Uhr am Sonntag gegen die Löwen Frankfurt. Spray TV überträgt beide Spiele. Und am Sonntag ist dann auch wieder Magenta Sport dabei.